Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3 Wild Hunt. Und ich habe mich entschieden, wir werden weitermachen mit der nächsten Stufe, die Stufe 7. Davor kommt natürlich die Stufe 6. Und ja, das wäre dann da oben. Herrinnen des Waldes. Und die werden wir jetzt mal. Ja, zocken. Finde die Mumen vom Buckelsumpf. Setze deine Hexersonne ein, um den Schrein zu finden. Aber bitte nicht zu laut schreien. ja. Finde die Mumen vom Buckelsumpf. Ja. Greifen wir trotzdem an, die Viecher, ne? Das ist Wahnsinn. Na. Also manchmal ist es schon ein bisschen buggy, muss man sagen. Das hat jetzt gerade definitiv nicht zugeschlagen. Na? 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 Genau. Ach, komm rüber. Hi, Plötzer! Wir finden jetzt die Mumen von Buckelsumpf. Das sind doch diese drei Weiber. Wir haben hier. Heya! Hier. Schneller. Ach, na klar, Buck. Das ist so. Ach, jetzt kommen wir jetzt zu dem Buckelsumpf, wo ich mit der Alten mal suche, den. Mit der. Weißt schon, wo wir vor uns mit der Baron, mit der Mutter. Mach langsam. Los! Mach langsam! Steht hier ein Pferd drin? Pferd. Ist er jetzt wieder hier? Er hat mir eigentlich gesagt, das soll abhauen. Haben wir denn überhaupt mal wieder was? Bistarium? Drakonide. Gorgos. 8 Kühe hatte ich. 5 davon Milchkühe. Dann kam dieser Gorgo vorbei und jetzt habe ich nur noch ein paar Kuhfladen, die in der Sonne trockneten. Gero, Bauer von Pindal. Alberner Aberglaube besagt, dass Gorgos wie Basilisken nur mit ihrem Blick alleine töten können. Das ist natürlich Unfug. Der Blick einer Gorgo ist nicht gefährlicher als der einer wütenden Gans. Vor ihrem scharfen Schnabel und den tödlichen Peitschenhieben mit dem langen Schwanz sollte man sich allerdings vorsehen. Das sieht wirklich aus wie ein Gockel. Dann gibt es die Greischlinge. Ich hörte, ihr habt ein Problem, ein Monster, das ihr Greischling nennt. Ja, das ist hier unterwegs, holt sich die Kühe und Ziegen. Verschmäht, ach so, verschmäht den Menschen nicht. Das Monster, das die Leute in Krähenfels terrorisierte, erwies sich als besonders renitente Gorgo. Geralt war nicht überrascht, dass die Männer des Barons sie nicht hatten aufhalten können. Hatten sie doch keine Chance gegen die chirurgische Präzision der Hiebe gehabt, denn deren Folge waren allzu oft arterielle Blutungen, welche allenfalls noch durch einen Schwalbetrank gestillt werden konnten. Auch hatten die Männer weder gewusst, dass man Gorgos per Armbrust, Bombe oder Zeichen niederzwingt, noch dass man ihren Hieben ausweicht, indem man sich unter einen angestreckten Flügel des Monsters rollt. Aha. Die Dörfler wollten sich soeben damit abfinden, im Schatten einer mordlustigen Bestie leben und den Himmel
stets mit Furcht betrachten zu müssen. Da tauchte der Hexer auf und machte dem Kreischling Dinga aus. Ja, der Rest ist nicht neu. Charaktere, oh, guck mal, Anne Strieger. Bei einem Besuch in Greenfels traf Geralt Anna Strenger nicht an, die Frau des blutigen Barons. Sie war ebenso wie seine Tochter Tamara einige Zeit vor der Ankunft des Hexers unter unklaren Umständen verschwunden. Geralt erhielt jedoch eine ausführliche Beschreibung des der Vermissten. Anna war eine gut aussehende Mit-40erin mit grünen Augen und rabenschwarzen Haar, das sie in einem straffen Knoten trug. Der Hexer entdeckte, dass Annas Eheleben nicht so erfreulich verlaufen war, wie sie es vielleicht gehofft hatte. Kürzlich erst war sie schwanger gewesen, hatte das Kind jedoch aus unklaren Gründen kurz vor ihrem Verschwinden verloren. Als Geralt den Baron wegen der Angelegenheit zur Rede stellte, kam die hässliche Wahrheit ans Licht. Die verzweifelte, elende Anna war mit Tamara geflohen, nachdem ihr betrunkener Gatte sie übel verprügelt hatte. Der Baron glaubte, dass Annas Fehlgeburt seine Schuld gewesen war, aber Geralt hatte Zweifel. Ihm ging der seltsame Talisman gegen böse Mächte im Kopf herum, den Anna vom Weideler bekommen hatte. Die Lage wurde noch verworrener, als der Hexer feststellte, dass Anna nach ihrer Flucht aus Greenfels offenbar auch noch von einer riesigen Bestie gefangen und in die Finsternis verschleppt worden war. Zu allem Überfluss gab es Augenzeugenberichte von seltsamen, glühenden Symbolen an ihren Händen kurz vor diesem Überfall. Vielleicht hatte der Talisman das Weidenfell Anna vor diesen Ereignissen schützen sollen. Tamara vertiefte Geralds Kenntnisse über die beklagenswerte Situation der Mutter. Die Frauen waren zusammen geflohen, weil sie das trunkene Toben des Barons nicht mehr ertrugen. Anna hasste ihren Gatten so sehr, dass sie zu allem bereit war, um sich von ihm zu befreien und auch von seinem Kind, das sie trug. Der blutige Baron. Haben wir den nicht schon gelesen? Bei seiner ersten Begegnung mit Baron Philipp Strenger überrascht Geralt die zahlreichen Widersprüche des Mannes. Der ehemalige thermische Soldat war ein Wendehals, der nach der krachenden Niederlage seiner Armee den nilfgaardischen Besatzern gedient und mit ihnen verhandelt hatte. Die örtlichen Bauern nannten ihn den blutigen Baron, was nahelegte, dass er seine Vasallen nicht gerade mit Samthandschuhen anfasste. Andererseits war er überraschend gastfreundlich und unerwarteten Besucher gegenüber, den er nicht kannte und den zudem ein professioneller Monsterschlechter war. Ferner standen das banditenartige Erscheinungsbild und der schreckliche Spitzname des blutigen Barons im Widerspruch zu seinem Umgang mit Frauen und Kindern, für die er aufrichtige und fast väterliche Sorge zeigt. Sira hatte dies selbst herausgefunden, als sie unter seinem Dach Zuflucht und Obhut fand. Im Gegenzug für Informationen über Kirilla verlangte der Baron von Geralt Hilfe bei der Suche nach seiner Frau Anna und seiner Tochter Tamara. Beide waren vor einiger Zeit spurlos verschwunden und der Baron verlor allmächtig die Hoffnung, sie jemals wiederzusehen. In einer solchen Lage war der Hexer natürlich ein Geschenk der Götter. Der Baron hatte Geralt allerdings gewisse Tatsachen vorenthalten, beispielsweise die Schwangerschaft und Fehlgeburt seiner Frau sowie seine eigene Neigung zu starken Getränken und Handgreiflichkeiten. Es erwies sich, dass der Baron regelmäßig zu viel trank und dann eine erhebliche Gefahr für seine Umgebung darstellte. Hiervon konnte der Hexer sich persönlich überzeugen, als er zurückkehrte und von seinen Erkenntnissen durch den Weideler zu berichten. Strenger hatte von Anfang an gewusst, dass seine Frau und seine Tochter nicht verschwunden, sondern geflohen waren. In seiner Scham und Sorge hatte er alles versucht, um sie zu finden und dabei sein Gesicht zu wahren. Der Weideler, wie es häufig bei Beschwörern, Wahrsagern, Heilern und anderen spitzfindigen Bewohnern auf dem Land der Fall ist, war der Weideler von Schwarzzweig ein geheimnisvoller Mann, um den sich unzählige Gerüchte und Legenden ranken. Einige besagten, er könne mit den Toten reden, andere, dass er mit Gräbern vertraut sei, da er
als junger Mann während eines Wutanfalls seinem Vater eine Axt in den Kopf gejagt hatte. Andere wiederum behaupteten, er hätte eine unangemessene Vorliebe für Stalltiere. Diese ganzen Gerüchte sorgten unter den Bauern im abgeschiedenen Wählen für große Angst und Respekt, und der Weideler unternahm nichts, um sie vom Gegenteil zu überzeugen. Doch selbst den klügsten Menschen unterlaufen gelegentlich Fehler. Und hätte Geralt nicht eingegriffen, hätte niemand sagen können, was die zornigen Männer des Barons mit dem alten Seher angestellt hätten. Wie sich herausstellte, besaß der Weideler mehr Geschick in der Wahrsagerei als im Heilen von Verdauungsstörungen. Obwohl das, was er Geralt prophezeite, bestenfalls undurchsichtig war, gelang es ihm, den Hexer die einzelnen Informationsfetzen zu einem großen Ganzen zusammenzusetzen. So, war's das? Ich glaube, jo. Ja, haben wir mal wieder so ein bisschen was gelesen, liebe Freunde. Und hatten wir nicht im Inventar jetzt noch neue Waffen gehabt? Die hat nichts Besonderes, alles nichts Besonderes. Nichts Besonderes. Wir können jetzt hier Gesellenwaffenreparaturset. Wir können ja mal das bauen. Ist nichts reparaturbedürftig, das ist gut. So, dann raus hier und dann geht's weiter zu den Herren des Waldes. Wir mussten jetzt mal wieder ein bisschen lesen. Das gehört einfach zu so einem Rollenspiel dazu, dass man eben auch mal ein paar Geschichten liest, die da vonstatten gingen. Oh, Alter. Wir sollten hier vielleicht etwas vorsichtiger machen. Wow. Komm schon, Plätze. Genau, Plätze, reiß dich zusammen, Plätze. Was soll denn das, Plätze? Laufe ich denn jetzt überhaupt richtig? Ich denke schon. Ich habe aber auch keinen. Ich habe nur diesen Oh, jetzt wieder so ein scheiß Weaver. Der Schrein. Ich schätze, die Hexensinne ein, um den Schrein zu finden, der den Anfang des süßen Pfades markiert. Folge den süßen Pfad mit Hilfe deiner Hexersinne. Wenn ja, da ist rot. Rot. Krass. Jetzt versuchen sie mich mit den roten Blumen zu verwirren hier. Schweine. Süße Pfad. Auch witzig. Oh, was haben wir denn da drüben? Boah.
Mann. Ein Monsterhaar. Total lecker. Ich hab mich jetzt kurz vom Weg abkommen lassen. Komm schon, komm näher. Ach ja. Alter. Das war mal knapp. Habt ihr das mitgekriegt? Ich sollte mal so. Oh, guck mal, eine Kiste. Zwoom. Hinten liegen diese Sachen rum hier, ey. Scheiße. Sind das ein paar sinnlose Pflanzen? Alter. Wie sich das Wasser hier blutrot färbt, auch cool. Also ich muss langsam mal immer wieder Energie aufpumpen. Ich werde jetzt, glaube ich, mal ganz kurz einen Tag meditieren. So, jetzt wieder voll mit Energie. So. Hier ist der süße Pfad. Cool. Und stahl dem Koch den Brei. Da nahm der Koch den Löffel und schlug den Hund entzwei. Darauf ließ er ihn bluten und zog ihm ab das Fell. Und freute sich jetzt endlich, ist Schluss mit dem Gebell. Der Koch ist ein Gemeiner, drum zahlen wir es ihm heim. Wir machen jetzt ein Feuer und kochen ihn zu Leim. Ene mene mu, das Feuer, das machst du. Interessanter Reim. Wir kennen dich nicht. Geh weg! Was macht ihr alleine hier draußen? Wir sind nicht alleine. Oma ist doch da. Aber wo seid ihr hergekommen? Wir sind Waisen. Ihr alle? Es ist Krieg, also gibt's Waisen. Wusstest du das nicht? Ich suche nach den Hexen des Buckelsumpfs. Du siehst selber wie eine Hexe aus. Die Hexen? Im Sumpf? Wir dürfen nicht in den Sumpf. Oma erlaubt's nicht.
Als mein Bruder Zemek verschwand, meinte Oma, er hätte sich im Wald verlaufen. Danach hat sie dauernd geweint. Er könnte doch noch wiederkommen. Eine junge Frau hat sich im Sumpf verirrt. Sie hat aschblondes Haar und eine Narbe im Gesicht. Habt ihr so jemanden gesehen? Hier gibt's keine Frauen. Und was bin ich? Du bist keine Frau. Frauen haben Titten. Das stimmt. Als die Armee hier war, habe ich mal einen Alten sagen hören, versteckt die Frauen im Wald. Ihre Titten verwirren die Soldaten. Das quält die armen Jungs. Das hat er gesagt. Ist hier noch jemand außer euch? Wen meinst du? Jemanden, der die Frau gesehen haben könnte. Der sechsäugige Baum vielleicht? Der hat das ganze Jahr geschlafen. Aber Hansi nicht. Was soll das heißen? Was ist das für ein Geplapper, hä? Hier ist der Zutritt verboten. Nur für Kinder nicht. Für meine Kinder. Wer bist du? Mit Schwertern wie ein Bandit. Du sorgst hier für die Kinder? Sie sind meine Enkel. Oma ist lieb zu uns. Heute Abend gibt's Suppe mit Schwarte. Ein paar haben sich verlaufen. Sie fehlen mir. Weißt du, wo sie sind? Niemand weiß es. Bist du eine der Sumpfhexen? Ich hörte, dass im Buckelsumpf... Ich eine Hexe? Quatsch. Ich habe keinen Besen, keine Eule und keine Warze. Meine Nase ist hübsch. Schau. Omas Nase ist wirklich hübsch. Oh, du Schätzchen. Kinder sind so süß. Wer ist Hansi? Hansi fraß ein kleines Kätzchen und dann kackte er vier Tätzchen. Hüte deine Zunge! Die Kinder erzählen vielleicht Geschichten. Ich rede nur mit den Kindern. Hab sie nach einer jungen Frau gefragt. Ich war ein hübsches Mädchen mit einem langen Zopf. Hat meine Mutter geflochten. Ich hatte Kleider mit Blumen drauf. Vielleicht hast du sie gesehen. Jung, aschblondes Haar. Deine Verlobte? Meine Tochter. Tochter. Meine lieben kleinen Töchter. Wo sind sie jetzt? Sind sie vielleicht verletzt? Hilf mir bitte. Ich will nur wissen, ob du eine junge Frau mit aschblondem Haar gesehen hast. Was schaut ihr so, Kinder? Wascht euch die Hände, wir gehen Grillen fangen. Von dir erfahre ich wohl nichts. Nein, ich weiß ja auch nichts. Hansi weiß bestimmt was. Er weiß viel. Wenn ich ihn was frage, sagt er, warte, ich kratz mir den Arsch und sag es dir. Pfui, so ein Wort. Was redest du nur? Ab zur Hütte. Du stellst dich in die Ecke, dafür werde ich sorgen. Du, verschwinde. Verschwinde! Ja, eine sehr nette Oma. Die bestimmt ein bisschen was rumliegen hat, wenn sie so nett zu uns ist. Dann nehmen wir natürlich auch alles weg. Ja. Geh zur Hütte und sprich mit dem Jungen. Dann würde ich sagen, wir sprechen mit dem Jungen, aber definitiv noch nicht heute, denn der Part wird jetzt beendet werden tun. Und ja, also, liebe Leute, upsala, würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Bis